Halt, halt, du bist noch gar nicht dran. Oh, Entschuldigung. Ja, wann geht's denn jetzt endlich los? Oh, ich bin schon ganz gespannt. Seid nicht so ungeduldig. Wenn die Glocken läuten, dann geht's los. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Familien, viele von euch haben sich auf den Gottesdienst heute gefreut und auf diesen Tag. Auch ich. Und deshalb wollten wir diesen Gottesdienst nicht ausfallen lassen. Ich bin ganz gespannt, wie das heute wird. Aber eins ist sicher, ein ganz normaler Gottesdienst wird das heute nicht. Seien Sie gespannt, denn besondere Herausforderungen sind auch besondere Ideen.
Warten ist für Kinder nicht so einfach. Vor allem jetzt in der Weihnachts- und Adventszeit. Aber wir haben jetzt erst die vierte Kerze vom Adventskranz angezündet und angefangen hat es mit der ersten Kerze und jeden Sonntag durften die vielleicht auch die Kinder eine weitere Kerze mit anzünden, jeden Tag ein Türchen vom Adventskalender öffnen und auch sich beim Plätzchenbacken das ein oder andere kaputte Plätzchen schon vorab vernaschen. Um die Bräuche geht's auch ein bisschen, nämlich heute um das Krippenspiel. Das Krippenspiel wird heute ein bisschen anders gestaltet und deswegen seid einfach gespannt und freut euch auf die nächsten Minuten. Guter Gott, lange haben wir uns auf diesen Tag gefreut. Heute sind wir an den verschiedenen Orten, um mit dir Weihnachten zu feiern. Ganz nahe kommst du zu uns in deinem Sohn. Da verdanken wir dir und bitten dich, öffne unsere Herzen. Zeig uns den Weg zur Krippe. Das bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Nun die Lesung. Das ist ein kleiner Teil aus der Bibel. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Volken erfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Habt ihr das alle verstanden? Wenn nicht, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann schaut jetzt einfach besonders gespannt zu. Berate! Berate! Na endlich, herein! Wie kann ich helfen, Kaiser Augustus? Ich brauche deinen Rat. Oh, da sind Sie bei mir richtig. Ich bin nämlich hochkaiserlicher Berater. Das weiß ich. Ich habe Sie ja eingestellt. Kommen wir zur Sache. Die Kassen sind leer. Wir, also ich meine das römische Reich, wir brauchen dringend Geld. Nun, wie wäre es mit einer neuen Steuer? Nein, das macht mich unbeliebt bei meinem Volk. Wie viele Untertanen haben wir denn eigentlich? Naja, also, so genau, vielleicht, also das ist doch jetzt nicht so wichtig. Naja, kommt drauf an. Ihr seid euch sicher, dass auch alle eure Untertanen ihre Steuern zahlen? Also bitte! Es würde doch niemand wagen, sich meinem Befehl zu widersetzen. Aber was wenn doch? Vielleicht hätten wir jedes Jahr eine ganze Kiste Gold mehr, wenn alle zahlen. Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Wir führen eine Volkszählung durch. Das ist eine wunderbare Idee, hochkaiserlicher Berater. Lasse den Ausrufer holen. Ausrufer? Ja. Bitte? Geht in alle Ecken des Landes. Jeder muss diese Botschaft hören und befolgen. Natürlich, Kaiser Augustus. Hey, hast du gesehen? Da kommt der Ausrufer des Kaisers. Hey, was will denn der von uns? Oh Mann. Hey, was will denn der von uns? Das kann kein Mann sein. Mann, ja, was der wohl will? Befehl des Kaiser Augustus. Befehl des Kaiser Augustus. Es gibt eine große Volkszählung. Jeder muss sich sofort auf den Weg in seine Heimatstadt machen. Dort werdet ihr gezählt, damit der Kaiser weiß, wie viele Untertanen er hat. Brecht sofort auf. Geht bestimmt um Geld. Kann doch nicht sein. Maria. Schön, dass du da bist. Maria, hör zu. Ich war gerade in der Stadt. Und du glaubst nicht, was der Ausrufer auf dem Marktplatz erzählt hat.
Wir müssen uns sofort auf den Weg nach Bethlehem machen. Wieso das denn? Das Kind kommt doch bald. Es ist ein Befehl des Kaisers. Jeder muss in seine Heimatstadt reisen. Und ich komme doch aus Bethlehem. Wir müssen sofort aufbrechen. Na gut, dann haben wir keine Wahl. Gott wird auf uns aufpassen, da bin ich mir ganz sicher. Okay, dann lass uns aufbrechen. Schau mal, da geht es nach Bethlehem. Oh! Warte, ich helfe dir. Oh! Alles okay, Maria? Ja, es geht schon. Jetzt ist es nicht mehr weit. Wir sind bald da. Hier ist kein Platz mehr frei. Geht weiter. Ich habe doch gesagt, hier ist nichts mehr frei. Aber meine Frau ist hochschwanger. Wir können nicht mehr weiter. Das tut mir leid, aber wir sind voll bis unters Dach. Probiert es bei den Wirtshäusern im Dorf. Vielleicht habt ihr da Glück. Auf Wiedersehen. Hier kriegen wir keinen Platz mehr. Lass es uns da vorne probieren. Oh, hoffentlich beißt er nicht. Hab keine Angst, Maria. Lass uns doch durch. Wir wollen doch nur zu deinem Herrchen. Ich glaube, hier öffnet uns niemand mehr die Tür. Aber was machen wir dann, Josef? Ich kann nicht mehr weiter. Ich bin so müde. Komm doch, nur noch ein kleines Stück. Na gut. Wir probieren es dort drüben. Das Haus sieht doch aus, als hätten sie viel Platz. Guten Abend, kann ich euch helfen? Hallo, wir suchen eine Unterkunft für die Nacht. Wir kommen von weit her und meine Frau ist schwanger. Ich würde euch wirklich gerne helfen, aber bei uns ist alles besetzt. Die Leute schlafen sogar schon mit Decken auf dem Fußboden. Josef, was sollen wir nur machen? Das war das letzte Wirtshaus in der ganzen Gegend. Ich weiß es doch auch nicht. Also, ich weiß nicht, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr im Stall bei den Tieren übernachten. Na ja, dann hätten wir zumindest ein Dach über dem Kopf. Oh, habt vielen Dank. Ich bin so froh, wenn ich mich hinsetzen und ausruhen kann. Dort ist es wenigstens nicht so kalt und das Stroh ist bequem. Kommt mit, ich zeig euch den Weg. Ich danke euch. Wir haben keinen Platz, wo wir sonst hin könnten. Ist bei den Schafen alles in Ordnung? Bei den Schafen schon, aber es ist eiskalt heute Nacht. Ich wünschte, ich könnte mir eine richtig warme Jacke leisten. Komm näher ans Feuer. Hier ist es schön warm. Wie schön wäre es jetzt, in einem gemütlichen Haus zu sitzen. Das stimmt. Für die Leute sind wir nur Gesindel. Sie wollen uns nicht in ihrer Nähe haben. Dabei arbeiten wir doch hart und kümmern uns immer gut um unsere Schafe. Wir tun niemandem etwas. Du hast recht. Darum müssen wir uns keine Sorgen machen. Gott passt auf uns auf. Die Nacht heute ist sternenklar.
Keine Wolke ist am Himmel. Schau dir nur die ganzen Sterne an. Hilfe! Es ist plötzlich so hell. Was ist das? Nichts mehr sehen. Fürchtet euch nicht. Ich habe eine wunderbare Nachricht für euch. Gottes Sohn ist heute Nacht in der Stadt Davids auf die Welt gekommen. Er ist der Retter der Welt. Macht euch auf den Weg dorthin. Ihr werdet das Baby in einem Stall finden. Es liegt dort in einer Futterkrippe und heißt Jesus Christus. Was war das? Das war ein Engel Gottes. Aber was macht der Engel denn ausgerechnet hier bei uns? Wir sind doch die Außenseiter. Keiner mag uns. Aber das war eine Nachricht von Gott. An uns? Kommt, wir müssen aufbrechen. Lasst uns schnell in die Stadt Davids gehen. Aber was ist denn eigentlich die Stadt Davids? Na, Bethlehem natürlich. Die Stadt, in der König David vor langer Zeit geboren wurde. Hast du in der Schule nicht aufgepasst? Oh, ja, den Weg nach Bethlehem, den kenne ich. Komm, los geht's. Maria. Wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich. Sieh dir unseren kleinen Jesus nur an. Ich glaube, da kommt jemand. Seht nur, es stimmt, was die Engel uns erzählt haben. Alles ist genau so passiert. Das muss Gottes Sohn sein. Entschuldigt bitte, dass wir hier so hereinplatzen. Aber wir haben einen Engel gesehen. Ihr seid ja ganz aufgeregt. Kommt ruhig herein. Der Engel hat gesagt, dass Gottes Sohn genau hier zur Welt gekommen ist. Wir sind gekommen, um ihn zu sehen. Ihr habt euch extra dafür mitten in der Nacht auf den Weg gemacht? Na klar, es war schließlich ein echter Engel. Und er hat gesagt, dass das Jesuskind alle Menschen retten wird. Eure Worte bedeuten mir viel. Ich werde sie mir gut merken. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir müssen zurück zu unseren Schafen. Aber wir werden alle Menschen von der frohen Botschaft erzählen. Thank you.
ihr das Krippenspiel in einer selbstinterpretierten Form und doch ursprünglich nach dem Lukas-Evangelium gesehen und gehört. Nun möchte ich beten. Guter Gott, an Weihnachten hast du uns das Jesuskind gegeben. Wir preisen dich dafür und bitten dich für alle Menschen, die traurig sind, die Angst haben, die einsam sind, die in häuslicher Quarantäne sitzen oder gar an Corona erkrankt sind. Hilf diesen Menschen. Gib auch uns offene Ohren und Augen für diejenigen, die uns brauchen. Schenke uns Kraft, Gutes zu tun. Das bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel. Geheiligt wird dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Ich wünsche euch eine behütete Weihnachtszeit. Und auch schöne Feiertage, genießen Sie es. Nun möchte ich euch auch den Segen mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.